Hallo zusammen und willkommen. Hattest du bereits einmal Fuß- oder Nagelpilz? Dann sind dir bestimmt schon Fungizidsprays oder Nageltinkturen bekannt, die auf die betroffenen Areale aufgetragen werden. Auch Lacke, die den infizierten Nagel mit der Zeit auflösen, sind im Handel erhältlich. Gründe für Fuß- und Nagelpilz sind im Allgemeinen ein geschwächtes Immunsystem, Stress oder eine unzureichende Hygiene im Bereich der Füße. Die Antimykotika, die du im Handel erwerben kannst, können allerdings Unverträglichkeiten auslösen und der Darmflora schaden. Falls du nun auf der Suche nach Hausmitteln bist, die Pilzerkrankungen bekämpfen, bist du hier genau richtig. Wir stellen dir heute unglaubliche Hausmittel vor, bei dem kein Pilz überlebt. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1 Knoblauch. Mit Knoblauch kannst du sowohl innerlich als auch äußerlich gegen verschiedene Krankheiten ankämpfen. Da es hierbei lediglich um die Behandlung von Fuß- und Nagelpilz geht, wird nur die äußere Anwendung erklärt. Aus mehreren Zehen Knoblauch und Olivenöl kannst du dir eine Paste herstellen, die du auf die Zehen aufträgst. Nach etwa 20 Minuten Einwirkzeit kannst du diese dann abwaschen und deine Füße gründlich abtrocknen. Nummer 2 Essigsäure. Mit Hilfe von Essigsäure kannst du innerhalb von 1-2 Wochen deinen Fußpilz besiegen. Hierzu mischst du ein Glas Essig mit 3 Gläsern Wasser. Die zu behandelnde Stelle am Fuß tupfst du nun mit deiner Tinktur ein und lässt sie einwirken. Der Grund für die Wirksamkeit dieser Tinktur liegt in einem niedrigen pH-Wert von Essig. Bei der Veränderung des pH-Wertes auf ein saures Milieu fühlt sich der Pilz nicht mehr wohl und stirbt sehr schnell ab. Nummer 3 Kochsalz. Auch mit Kochsalz kannst du gegen deinen Fußpilz ankämpfen. Hierzu mischst du jeden benötigten Liter Wasser mit 7 Teelöffeln Salz und machst dir daraus ein Fußbad. Dieses Fußbad benutzt du für 15 Minuten und danach trocknest du dir deine Füße gründlich ab. Im Nachhinein, sofern keine offenen Hautstellen vorhanden sind, kannst du die betroffenen Stellen auch noch mit Backpulver oder Kaisernatron bestreuen. Nummer 4 Teebaumöl. Ein weiteres bekanntes antimykotisch wirkendes Hausmittel ist Teebaumöl. Du kannst es im Verhältnis 1:1 mit Olivenöl vermischen und damit die betroffenen Hautstellen einreiben. Anderenfalls kannst du aber auch 3 Teelöffel Teebaumöl mit 1 Teelöffel Aloe Vera Gel vermengen und als Tinktur verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist die Zugabe von 30 Tropfen Teebaumöl in dein normales Fußbad. Nummer 5 Grapefruit Kernextrakt. Mit Grapefruit Kernextrakt kannst du deinem Fußbild auch den Garaus bereiten. Hierzu trägst du 2-mal pro Tag unverdünntes Extrakt auf die Füße auf und lässt es einwirken. Ein Abwaschen ist hier nicht nötig. Die Wirkung kannst du intensivieren, indem du noch pulverförmige Probiotika auf die Füße aufträgst und danach frische Socken darüber ziehst. Nummer 6 Zimt. Zimt ist ein bekanntes Hausmittel bei der Bekämpfung verschiedenster Symptome. Aber auch gegen Fuß- oder Nagelpilz kannst du Zimt einsetzen. Hierzu löst du 5 Teelöffel Zimt in 1 Liter Wasser, kochst es auf und nach dem Abkühlen kannst du die Tinktur auf die infizierten Hautstellen auftragen. Abtrocknen brauchst du die Tinktur im Nachhinein nicht. Nummer 7 Backpulver. Ähnlich wie die Essigsäure wird Backpulver auch pH-Wert verändernd. Durch diese pH-Wertveränderung kann der Pilz bekämpft werden. Aus Backpulver und Wasser stellst du eine Paste her, die du mit einem Wattepad zwischen den Zehen und auf die Fußnägel aufträgst. Nach etwa 20 Minuten solltest du die Paste abwaschen und deine Füße gründlich abtrocknen. Unser kurzes Fazit. Generell gilt es bei der Behandlung von Fuß- und Nagelpilz zu beachten, dass deine Fußhygiene stets gründlich durchgeführt wird. Versuche deine Füße trocken zu halten und jeden Tag frische Strümpfe anzuziehen. Um deine Füße trocken zu halten, kannst du auch Talcumpulver verwenden. Darüber hinaus empfiehlt sich eine vitalstoffreiche Ernährung, die auch viele Proteine beinhaltet, und bei einer akuten Infektion auf Hefegebäck zu verzichten. Anderenfalls kann aus einer akuten Pilzinfektion auch eine chronische werden. Und die ist dann nicht mehr so leicht zu behandeln. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.